Hallo, heute geht es wieder mal ums Fischen am Neckar. Darüber gab es ja noch nicht so viele Videos, ist ja bekanntermaßen auch nicht gerade mein Lieblingsgewässer. Und zwar genau gesagt ums Hochsommerfischen am Neckar. Also kurz mal zu den Bedingungen, also das Ganze wird ein sehr kurzes Video werden wahrscheinlich, weil es da ja nicht so viel zum Erzählen gibt und die Kulisse ist auch nicht so schön, dass ich da besonders viel filmen möchte. Kurz zu den Bedingungen, es ist Juli, hat 39 Grad, ist richtig abartig heiß, wir haben 25 Grad Wassertemperatur, ja, Wetter, schwül, sonnig und das Ganze wirkt sich jetzt natürlich sehr stark auf die Fischerei aus. Bei der Stellenwahl wirkt sich das jetzt natürlich ganz extrem aus. Zur Stellenwahl sei mal so viel gesagt, wir suchen uns eine Stelle, wo wir mit Rotationshubhosen fischen können, das ist in unserem Abschnitt nicht immer der Fall, weil wir fast gar keine das ja, eigentlich fast gar keine Strömung hat. Und wir suchen uns also leicht strömende Bereiche raus und im besten Fall habt ihr dann noch irgendeinen Kaltwassereinlauf oder irgend sowas in der Nähe, wo man dann ja bekanntlicherweise mehr Sauerstoff im Wasser hat, vielleicht also auch ein bisschen ein kühleres Wasser. Und das sind jetzt im Sommer eigentlich die Topstellen, die wir suchen müssen. Wir haben die ein oder andere solche Stelle bei uns am Gebiet und haben aber dabei ein anderes Problem, und zwar fischen wir auf der Spundwand. Das ist jetzt sicher nichts Alltägliches unter Wallerfischer, dass man wirklich auf einer Spundwand fischt, und dazu sei gesagt, da muss man seine komplette Fischerei umstellen. Ich blende euch jetzt ein paar Szenen ein, wie wir da die Routen auslegen und wie wir hier eigentlich genau vorgehen. Und wie man hier sieht, haben wir die Spundwand. Das macht es extrem schwierig, Routenstände aufzustellen. Eigentlich macht es unmöglich. Das heißt, wir verwenden entweder Rotboot oder normale Rutengabeln, können dann da die Bremse nicht schließen und macht das Ganze ja ein bisschen untypisch fürs Wallerfischen. Es geht aber trotzdem. Also entweder fischen wir dann mit offenem Bügel oder mit Freilauf oder leicht eingestellter Bremse. Und jetzt haben wir noch ein Problem, wenn wir jetzt vier Routen auslegen will. Man will ja in der Nähe von den Routen sein und nicht alle 50 Meter eine Route aufstellen. Das heißt, man muss irgendwie die Schnur so über die Spundwand führen, dass man sie nicht beschädigt. Das Schöne an dieser Fischerei ist, wir brauchen kein Schlauchboot. Das heißt, wir setzen einfach die Steine 2-3 Meter von der Spundwand entlang mit der Rute ins Wasser und fischen dort auch. Also unserer Meinung nach ziehen die Fische diese Spundwände entlang. Wenn wir das jetzt gemacht haben, dann führen wir die Schnur entlang den Ästen, also über den Ästen entlang der Spundwand zurück zu unserem Angelplatz und legen dann die Ruten auf unseren Rutengabeln. So, der ein oder andere wird mir sicher recht geben, dass es sehr ungewöhnlich ausschaut für Wallerangler, aber es funktioniert einfach trotzdem. Und wenn wir jetzt einen Biss haben, müssen wir ja mal den Bügel schließen oder Freilauf raustun und können dann zum Drillen anfangen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich im Drill nicht eine andere Route abräumt, aber mit ein bisschen Übung funktioniert das, und vor allem mit einem Plan von Beginn an funktioniert das alles extrem gut. Wie wir jetzt gesehen haben, schaut der Auslegevorgang doch relativ speziell aus, und eins muss man auch noch bedenken, also wenn man das jetzt macht am Beginn, sollte man gleich mal darauf achten, wie man den Fisch landen kann. Also ihr braucht irgendwo in der Nähe Stelle, keine Ahnung, 100, 200 Meter entfernt, wo ihr zum Wasser kommt, weil sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn, wenn ihr Fisch dran habt und ihn einfach nicht rausbekommt. So, und was wir jetzt in dieser Nacht gefangen haben, möchte ich euch jetzt schnell zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es nicht sehr lang war. Es war, glaube ich, komplett was anderes, wie man normal gewohnt ist von Wallanglern, und dafür sind wir auch bekannt, dass wir nicht nur im Mainstream mitschwimmen, sondern komplett andere Dinge machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da, so dass ich es rausbringe, und das nächste Video wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dann werden.